Ja, hallo liebe geistige Welt. Ich spüre, dass wir an einer Schwelle stehen und dass sich ganz vieles am Verändern ist, dass für ganz viele Menschen ein Neuanfang kommen wird mit dem Frühlingserwachen, mit dem Frühjahr, Sommer 2021 und diese Energien, die konnte ich bereits schon Anfangsjahr spüren, vielleicht auch ausgehend von der Karte für die Jahresenergie 21, die Welt aus dem Tarot, die ja auch verbunden ist mit dem Neubeginn für Liebe. Und tatsächlich fühle ich mich so fast ein wenig dauerverliebt, wie als würden so ständig kleine Herzchen um mich herum schwirren. Und ich möchte euch gerne fragen, was könnt ihr mir zu dieser Schwelle, zu diesem Frühjahr, zu dieser ersten Jahreshälfte 2021 erzählen und stimmt das, was ich wahrnehme? Hallo Cynthia. Hallo, liebes Publikum. Wir freuen uns, dass wir zu euch sprechen dürfen. Und wir können euch sagen, innerlich sind wir am Jubeln, innerlich freuen wir uns gewaltig, so wie ihr auch auf diesen Frühling, auf diesen Sommer 2021. Tatsächlich findet ein Neubeginn statt, ein Neubeginn, der längstens notwendig war und viele innere und äußere Strukturen neu, abgedatet hervorbringen wird. Bei vielen Menschen steht momentan eine Übergangsphase an, wo sie nochmals konfrontiert werden mit ihren Ängsten, mit ihren Befürchtungen, mit ihrer Skepsis, mit ihren schlechten Gedanken, die sie plagen. Und dieser Druck, dieser innere Druck wird erhöht, um einen Knall zu erzeugen. Ein großes Boom wird stattfinden können für den einen oder auch für die andere, die bereit ist, sich auf diesen Neuanfang einzulassen. Es ist fast so, wie als würde es mit einem enormen Druck, mit einem großen inneren Druck herausknallen wollen, was sich im Frühjahr 2021 zeigen will. Es ist fast so, als würden alle Knospen der Primeln, der Tulpen, der Narzissen, der Maiglöckchen, als würden sie alle gleichzeitig anfangen zu sprießen und gleichzeitig anfangen zu blühen. Und dieses Blühen und Erwachen, was für viele Menschen stattfinden wird, wird sie in die Wärme des Menschseins und der Frühlingssonne führen. Und das ist ein Ort, wo man nicht mehr so schnell wieder weggehen möchte, denn der Druck der Vergangenheit, die Einsamkeit, die Isolation, das Alleine sein und das Drücken, der Druckaufbau von allen Seiten erzeugt einen innerlichen Gegendruck, der den Wunsch hegt, sich im Äußeren zu erfüllen, an einem Sonnenplatz der Wärme.
der Freundlichkeit, der Sympathie und der liebevollen Zuwendung und Nächstenliebe. So können wir dir sagen und auch bestätigen, liebe Cynthia, dass das, was du fühlst, in jedem Fall richtig ist für dich. Vertraue, dass sich diese Liebesenergie noch weiter ausbreiten und ausdehnen wird und dass es ein buntes Treiben von liebevollen, freudvollen Begegnungen und Berührungen von und zu und mit anderen Menschen geben wird. Und dass neue Verbindungen und Freundschaften und Kontakte geknüpft und eingegangen werden, wie sie vielleicht bisher in all diesen individuellen Menschenleben vorher noch gar nicht möglich waren. Dieser Prozess der Innenschau, der Selbstbetrachtung, das Empfinden von Druck, Leid, Widerstand, Schmerz, Unwohlsein, psychisches Unbehagen war nichts anderes als eine Heilungs- und Transzendierungsphase, der sich nun jetzt im Frühjahr und im Sommer 2021 der Blumengarten zeigen und präsentieren möchte. Die Üppigkeit des inneren Wachstums, des Rückzugs, der Innenschau während der vielen Lockdowns trägt für manch einen und eine reife Früchte im Erntejahr 2021. Freude darf für manch einen ins Herzen ziehen und dort Lebendigkeit und Schönheit und Liebe hervorbringen. Was wir dir und euch, liebes Publikum, mitteilen möchten, ist: Versucht, so gut es geht, im Moment zu bleiben und diesen Rückzug oder auch das Zurückhalten eurer Energien im Kollektiv, in euren Lockdowns, so gut es geht, bewusst zu genießen. Es ist im Grunde ein großes Privileg, so viel Stille und Möglichkeit für tiefe Innenschau zu bekommen, die kollektiv für euch angelegt wurde, um in eurem persönlichen Wachstum gedeihen zu können. Selbstverständlich wissen wir um euer Bangen wieder in einen normalen Alltag zurückzukehren. Und gleichwohl ist das Zurückhalten eurer Energien so wichtig, um letzte Prozesse in eurem System, in eurer Psyche, in euren Gedanken, in euren Gefühlen, in der Gesamtheit eures Wesens anzulegen, zu finalisieren und zu veredeln für ein neues Kapitel eures Seins. Diese Schwelle, diese Türschwelle wird euch in vollkommen neue
Räume bringen, die euch oder für euch wie Neuland vorkommen. Und so kann es sein, und das weiß jeder von euch im Individuellen als eine erwachsene Person am besten, wie sie oder er auf Neues reagiert. Die einen freuen sich, für die anderen ist es ein Unbehagen. Nochmals andere reagieren mit Zurückhaltung oder Schüchternheit. Andere stürzen sich voll in das Neue. Und so werdet auch ihr ganz unterschiedlich mit diesem Neuen spielen lernen, mit diesem Neuen anfangen, euch zu beschäftigen und die Berührungen und Berührungspunkte mit dem neuen Kapitel eures Seins vorsichtig und abwägend und prüfend und berührend, kennenlernend, euch aneignen. Was wir euch sagen können, es ist positiv. Es lädt dazu ein, euch weiterzuentwickeln und euch selbst immer wieder den Raum und auch die Zeit zu nehmen, um ganz und gar euer eigenes Ding zu tun, eure Privatsphäre und privaten Räume für euch im Individuellen sowie auch in eurer persönlichen Zeit euch zu nehmen, um sich an dieses neue Gut dran zu gewöhnen. Lasst euch Zeit, nehmt euch Zeit. Diese Zeit hat und kennt keine Eile. Es ist fast schon ein zeitloser Raum einer neuen Begegnungszone von und zu euch selbst und euren Mitmenschen in einem neuen Format der Nächstenliebe. Und mit Nächstenliebe meinen wir eine Liebe, die keine Grenzen kennt, die über die Begrenzungen eures Selbst, eurer Räume hinausgehen kann und sich mit anderen Menschen verbinden und vereinbaren kann. Viele von euch haben dies bereits schon geübt über die Hilfsmittel der Fernkommunikation, digitalen Kommunikation, und nochmals andere werden dies noch weiter, vertiefter nachholen. Und dies, sei dies über die Distanz oder dann auch im persönlichen Gespräch mit euren Mitmenschen, in der direkten Berührung, im direkten Austausch und persönlichen Kontakt, erden und verankern. Es werden vollkommen neue Formate aufgehen, wie Menschen sich in Zukunft berühren werden und noch berühren können. Formate, an die ihr heute noch gar nicht gedacht habt
und die auch im Zuge dieser Entfaltung, dieser Entdeckung des neuen Raumes sich erst noch zeigen werden. Also, seid gespannt, freut euch und geht mit offenem Herzen in dieses Abenteuer eures Frühlings-Sommers 2021.